Herzlich willkommen zu dieser ersten Lernsequenz. Mein Name ist Maria Höker und ich werde Sie durch diese dreiteilige Lerneinheit zum Thema soziale Nachhaltigkeit begleiten. Von den Statements aus dem Trailer-Video wissen wir bereits, dass das Thema sehr breit verstanden wird. Im Gespräch mit meinen Kolleginnen und Kollegen nahm es mich deshalb Wunder, wie Sie sich mit sozialer Nachhaltigkeit in Ihrer professionellen Tätigkeit beschäftigen. In meinem Tätigkeitsbereich untersuchen wir zum Beispiel die Akzeptanz von erneuerbaren Energien und formulieren Empfehlungen dazu. Hauptsächlich arbeiten wir aber mit Städten, in Quartieren oder in Siedlungen und versuchen zusammen mit der Bevölkerung Energiesparmaßnahmen, aber auch nachhaltige Lebensweisen zu entwickeln und evaluieren dann auch die Ergebnisse dazu. Am Institut of Language Competence entwickeln und erforschen wir Konzepte der Sprachförderung für junge, aber auch für ältere Menschen mit Migrationshintergrund, damit sie beruflich Fuß fassen und das gesellschaftliche Leben in einem demokratischen Gemeinwesen mitgestalten können. In meinem Tätigkeitsbereich ist es uns ein Anliegen, sozial nachhaltige Lebensräume zu gestalten. Diese sind ökologisch, sie sind leistbar, sie wirken integrativ und bieten vielfältige Anreize und sie sind innovativ in Bezug auf ihre Gestaltung. Ich komme aus dem Public Health Sektor und da geht es um die Bevölkerungsgesundheit. Und deswegen sind für mich Sachen wichtig wie Zugang zu Gesundheitsversorgung oder auch Zugang zu Gesundheitsbildung. Und Bildung als solche ist ganz wichtig, denn es ist ein ganz zentraler Gesundheitsdeterminant. Am Center for Corporate Responsibility forschen und lehren wir unter anderem zu den sozialen Auswirkungen von Unternehmen auf die Gesellschaft. Dabei geht es um den Umgang mit Mitarbeitenden im Unternehmen, aber auch um die Beziehungen von Unternehmen zu ihren Stakeholdern oder um die sozialen Auswirkungen von Unternehmen entlang ihrer Wertschöpfungskette. Ich beschäftige mich in meinem Tätigkeitsbereich mit etwas sehr Technischem. Wir schreiben Algorithmen, um herauszufinden, wo im Genom eines Organismus natürliche Selektion passiert ist. Und aufgrund dieser ganz stark technischen Natur der Arbeit, die auch andere Gruppen in unserem Tätigkeitsbereich übernehmen, ist aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen eine hauptsächlich männliche Population von Mitarbeitenden entstanden. In der sozialen Arbeit, als mein Tätigkeitsbereich, bedeutet soziale Nachhaltigkeit, Individuen in ihrem selbstbestimmten Leben zu unterstützen und gleichzeitig auch einen Beitrag für mehr soziale Gerechtigkeit zu leisten. Es hat zwei Seiten. Das eine ist nachhaltige Lehre. Das heißt also, das, was ich an Wissen vermittle, sollte idealerweise langfristig bei den Studierenden ankommen und noch positive Auswirkungen in ihrem Beruf haben. Auf der anderen Seite geht es um nachhaltige Forschung. Das heißt, die Forschungsergebnisse, die ich habe, sollten idealerweise möglichst lange positiv die Gesellschaft beeinflussen können. Was bedeutet soziale Nachhaltigkeit für Ihren Tätigkeitsbereich oder Ihr Leben? Gleich werden Sie die Möglichkeit haben, sich mit verschiedenen Themen, die für die soziale Nachhaltigkeit eine Rolle spielen, auseinanderzusetzen. Ich freue mich auf Ihre Beiträge und spannende Diskussionen.